Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Liebe Weltverbesserer, heute bin ich verabredet mit Nadja Mummelter. Sie bzw. ihre Familie leitet das Hotel Saltus in Jenesien in einer kleinen Gemeinde bei Bozen in Südtirol. Und mit ihr möchte ich gern sprechen über nachhaltigen Tourismus, Urlaub und ja, unser Verhältnis zur Natur. Liebe Nadja, ich habe mal ein bisschen bei euch auf der Homepage recherchiert. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass mich das mittlerweile unglaublich prickt. Der Sommer ist da und ich möchte in Urlaub fahren. Und zum Glück war ich neulich auch auf einer Geschäftsreise bei euch in eurem Hotel, in eurem wunderschönen Hotel zu Besuch. Und da habe ich festgestellt, dass ihr ein ganz guter Interviewpartner für meinen Weltverbesserer-Podcast seid, weil ihr ein Eco-Hotel habt. Und eure Mission ist es, so sagt ihr, Impulse für eine nachhaltige Lebensführung zu bieten, um die imposante Naturgewalt unserer Erde in ihrer Reinheit zu bewahren. Das Konzept der Nachhaltigkeit geht für euch über den Umweltschutz hinaus. Ihr sagt, auch Tradition und Kultur müssen gelebt werden, sonst verkümmern sie. Ihr lebt alte Bräuche sowie traditionelle Südtiroler Gerichte und Servicemethoden. Ihr lebt aber auch einen nachhaltigen Wirtschaftskreislauf mit lokalen Bauern und Produzenten. Und ihr bietet nachhaltigen Hotelurlaub an. Nadja, erzähl doch mal, was erwartet uns, wenn wir in das Hotel Saltus reinkommen? Was erwartet die Gäste und was bietet ihr an? Ah, vielen Dank, Birte, dass du das so gut zusammengefasst hast. Das hätte ich so strukturiert gar nicht mehr wiedergeben können. Ja, also das Saltus, wie du schon gesagt hast, wir liegen in Jenesien in einem kleinen Bergdorf direkt am Waldrand und vor uns die Dolomiten. Und ich finde, dass ich, wenn man so schöne Naturlandschaft vor sich hat, das bietet sich an, dass man dann auch darauf achtet, dass man diese Naturlandschaft so bewahrt, wie sie heute ist. Uns ging es aber vor allem auch darum, dass wir unser Leben nicht in etwas investieren möchten, das die Welt schlechter für unsere Kinder oder unsere Freundeskinder hinterlässt, als wir sie vorgefunden haben. Und damit meine ich schon zum einen die Natur, und ich kann vielleicht später genauer darauf eingehen, was wir als Eco-Hotel alles machen. Aber ich meine damit auch die Menschen, die Menschlichkeit. Uns ist es nämlich genauso wichtig, wie die Natur zu schützen, dass wir ein liebevolles oder zumindest ein gepflegtes Miteinander leben. Dass bei uns im Haus normal ist, dass man sich gegenseitig die Tür öffnet, dass man auch mal im Stress sich noch eine Minute Zeit nimmt, um ein Wort zu wechseln, dass man mit jede Gelegenheit auch ergreift, um im anderen sein Wesen oder sein, zumindest seinen Tag zu entdecken, weil ich glaube, dass wenn wir alle sehr viel freundschaftlicher miteinander umgehen würden, dann würde sich der ganze Rest, auch der Naturschutz, von alleine ergeben, weil der Mensch, ich weiß nicht, ob ihr vom Biophilia-Effekt schon öfter was gehört habt, aber der Mensch findet sich dann im Gleichgewicht, wenn er mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit der Natur, diese drei Säulen im Reinen ist. Und deshalb versuchen wir uns um alle drei zu kümmern, um die Natur als Eco-Hotel, um die Mitmenschen in unserem Vorleben, in unserem Leben im Hotel und um uns selbst, indem wir ein Entspannungsangebot täglich bieten mit den gängigsten Entspannungstechniken, die wir hier auf der Welt eben so haben. Wir haben das chinesische Qigong, wir haben viel Yoga, wir haben auch Waldbaden aus Japan. Fantasiereisen, Meditationen, einfach mit dem Gedanken, dass jeder im Urlaub was ausprobieren kann und für sich entdeckt, was ihn dann am besten entspannt hat, was er dann mit nach Hause nimmt, dieses Wissen, und eventuell fortführen kann, um dann auch zu Hause vielleicht eine entspanntere Lebens- und Alltagsgestaltung fortführen kann. Ich kann ja mal ganz kurz resümieren, wie mir das gefallen hat, als ich zu euch ins Hotel kam. Als allererstes habe ich bemerkt, wir kamen zu euch ins Hotel, wir kamen natürlich von einer rund 5-stündigen Wanderung bei euch im Hotel an, es war relativ warm und wir kamen bei euch rein und ich habe mich direkt so ganz ruhig und gut aufgehoben gefühlt. Wir kamen bei euch in die Empfangshalle, es roch irgendwie gut, wir haben ein Begrüßungsgetränk bekommen, das war so ein kalter Tee mit irgendwas drin, hat total lecker geschmeckt. Und wir haben uns erstmal alle hingesetzt und wir haben ganz kurz gewartet, bis für uns für den Check-in alles vorbereitet wurde. Und ich habe mich sofort richtig wohl gefühlt. Und dann hatte man auch noch den Blick bei euch aus der Empfangshalle über das Panorama der Dolomiten, was mich als Kölner natürlich eh immer extrem beeindruckt. Also ich muss sagen, ich war extrem geflasht, so vom allerersten Eindruck, bei euch ins Hotel zu kommen. Und dieser Eindruck wurde dann auch eigentlich von Minute zu Minute bestätigt. Also ich habe mich da sehr wohl aufgehoben gefühlt. Das Essen war einzigartig, die Wellnesslandschaft war toll und das, obwohl ich nur eine Nacht bei euch war, war ich schon sehr begeistert, muss ich sagen.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch als Eco-Hotel zu vermarkten? Hört sich jetzt irgendwie so kommerziell doof an, aufzustellen vielleicht? Ja, das freut mich total, dass du das so erlebt hast. So hatten wir es uns gewünscht. Ja, die Idee mit dem Eco-Hotel, das klingt immer so nach Konzept, dabei ist es für uns eigentlich kein Konzept. Unser Konzept ist eher mehr das entspannte Hotel, das Retreat. Eco ist für uns eigentlich ein Standard, von dem wir glauben, dass es sich in den nächsten Jahren für jedes andere Hotel auch der Standard sein wird. Bei uns persönlich war die Geschichte so, dass ich 10 Jahre lang im Ausland gearbeitet habe und meine Schwester und meine Mutter den Tschöckelberger Hof, unser Stammhaus, geführt haben. Irgendwann habe ich mich dann entschlossen, auch nach Südtirol zurückzukommen, wie es die meisten Südtiroler irgendwann machen. Und dann war eben schnell klar, dass der Tschöckelberger Hof zu klein ist, um für 3 Familien zu sorgen und dass wir ein bisschen größer werden möchten. Und dann war eben die Frage, wie können wir unseren eigenen Anspruch an Wirtschaftlichkeit, an Profit damit vereinigen, dass wir unsere Umwelt da nicht schaden, indem wir jetzt ein größeres Haus dazu bauen, in dem dann mehr Gäste über die Autobahn zu uns kommen und so weiter. Und dann haben wir einfach recherchiert und sind darauf gekommen, dass eigentlich das Einzige, was wir machen können, ist eine alternative Art, schon von der Organisation her bis dann auch zum Urlaubsablauf zu bieten. Weil die Menschen, glaube ich, werden immer Lust haben, sich für eine Zeit lang aus dem Alltag zurückzuziehen und in den Urlaub zu fahren oder eine Auszeit zu nehmen. Aber wenn wir jetzt Alternativen finden, wie diese nicht in die Natur eingreifen, in das Gleichgewicht, dann wäre das doch grandios und wir hätten wieder alle Säulen von der Nachhaltigkeit bedient. Also wir können überleben und haben ein schönes und gutes Leben, genau wie unsere Mitarbeiter. Die Natur, auf die ist auch geschaut und die Menschlichkeit, die können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die auch so bewahrt wird in ihrer Freundlichkeit. Und das ist ganz witzig, weil wir haben mit 3 Fragen gestartet. Und zwar haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was bedauern wir, dass in unserem Alltag zu kurz kommt? Nummer 1. Das 2. war, wenn wir jetzt Enkel hätten, welche 2 Tipps würden wir denen ans Herz legen? Und der 3. war, der letzte Urlaub oder die letzte Auszeit, die mir im Gedächtnis geblieben ist, war ... und warum? Und wir haben das zusammengetragen und es war zwar in unterschiedliche, sag ich mal, Farben gekleidet, aber der Sukkus war immer dasselbe, dass man eben die Entspannung gesucht hat, dass ein Naturerlebnis noch viel mehr in Erinnerung bleibt, wie vielleicht das Hotelerlebnis, sondern dass man da versuchen muss, über die 5 Sinne Wurzeln zu schlagen, auch beim Gast. Und das ist das, was du gemeint hast. Wir haben uns überlegt, vom Duftkonzept über das Farbkonzept, die Baumaterialien, das ist alles recherchiert und geplant und ich freue mich, wenn es dann am Ende so ankommt, wie du es beschrieben hast. Ja, scheint zu funktionieren, super. Du hast eben ganz kurz erwähnt, ihr habt euch Gedanken gemacht, jetzt werden mehr Gäste über die Autobahn zu euch kommen. Da habe ich auf eurer Homepage ja aber auch etwas gesehen, nämlich, dass ihr Bahnanreisen fördert, indem ihr sogar Rabatt gibt für Leute, die mit der Bahn anreisen, richtig? Ja, genau. Also wer mit dem Zug zu uns kommt, der kriegt 5% auf den Zimmerpreis. Er kriegt von uns dann kostenlosen Shuttle-Dienst vom Bahnhof und vor Ort kann er alle Verkehrsmittel nutzen mit einer Gästekarte, die wir ihm aushändigen. Und die sind in Südtirol eigentlich sehr gut geknüpft. Also mit ein bisschen, wie soll ich sagen, Neugierde und Flexibilität für die verschiedenen Möglichkeiten kommt man auch überall hin, bis über jede Seilbahn, Züge, bis in die hintersten Winkel der Täler. Und ich finde, unsere Gäste, auch die, die mit dem Auto anreisen, die nehmen das dann schon fast oft sportlich und finden das total toll und wollen dann auf gar keinen Fall mehr das Auto nehmen, sondern versuchen überall hin einfach mit den Öffentlichen zu kommen, was ein bestimmtes Freiheitsgefühl gibt. Vielleicht so, also wie man im Hinduismus auch manchmal sagt, man soll sich nicht mehr auf die Schultern laden, als man auch tragen kann. Ja, ich denke vielleicht daher. Also man ist komplett unabhängig, ob man links oder rechts vom Berg wieder runtersteigen will und ob man eine Pause im Bozen machen will oder doch lieber im Brixen und dann mit dem Zug zurück. Ich glaube, dass das vielen gefällt. Und ich denke, dass das für die Zukunft auch ein neues Modell unserer Fortbewegung sein wird. Aber das Gleiche gilt zum Beispiel auch für E-Autos. Da kann man ja nicht auch nicht einfach zum Beispiel von Köln nach Südtirol durchbrettern. Da muss man die Reise auch anders planen. Ne? Mehr Stationen, mehr Pausen. Das spielt schon wieder unserem Konzept total in die Hände. Also die bewusste Anreise ist nicht mit so viel Stress verbunden. Die Leute kommen schon viel entspannter an. Also für uns ist das nur ein Gewinn.
Auf jeden Fall. Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Also mit der Bahn kann man nach Bozen ja hervorragend anreisen, also zumindest von Köln aus. Aber ich denke, wenn es von Köln geht, dann geht es auch von jedem anderen Ort hier in Deutschland aus, auf jeden Fall. Wie ist denn das Feedback so? Du hast ja gesagt, seit wie vielen Jahren lebt ihr jetzt dieses Eco-Hotel? Seit wann habt ihr das Hotel Saltus? Oh ja, jetzt ist höchste Zeit, dass wir auf Corona zu sprechen kommen. Wir haben am 1. August 2019 eröffnet. Okay. Also haben wir jetzt insgesamt drei, nicht mal halbe Saisonen auf dem Buckel. Und die 2019er war ja noch die Saison, bevor Corona so richtig ins Rollen gekommen ist. Und da haben wir wirklich zwischen 20 und 25% der Gäste über die grüne Anreise eingebucht. Das heißt, sie sind mit dem Zug gekommen. Viele Leute auch, die noch nie mit dem Zug gefahren sind. Dann 2020 und 2021 hat verständlicherweise, viele hatten halt Angst, sich mit in einen vollbepackten Waggon zu setzen. Deshalb ist die Nachfrage jetzt ein bisschen zurückgegangen, wobei sie jetzt langsam wieder zunimmt und die Leute sich wieder trauen, sich in den Zug zu setzen und auch grün dann zu uns zu kommen. Und meine Hoffnung ist ja, dass uns vielleicht Corona zumindest das Geschenk macht, dass wir Kurz- und Mittelstrecken, dass wir da das Zugnetzwerk ein bisschen besser ausgebaut kriegen in Europa, dass man da auf das Fliegen verzichtet. Persönlich finde ich es nämlich total angenehm, wenn es eine Zugverbindung gibt, die auch zu nutzen. Nachtzüge, ich weiß noch, als ich klein war, gab es echt viele Nachtzüge. Wir hatten da im Türkisberger Hof Gäste, die aus Rom und Neapel mit dem Nachtzug langsam angetuckert kamen. Und jetzt, letztes Jahr, wurden wieder zwei, ich glaube, aus Hamburg und Düsseldorf neu gemacht. Und ich hoffe, dass sich da vielleicht ein Trend hin entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Das meinte ich in meiner Frage allerdings gar nicht, aber es ist trotzdem eine super schöne Sorry. Antwort von dir gewesen. Ist nicht schlimm. Ich meinte grundsätzlich auf euer Hotel. Wie ist das Feedback auf euer Hotel? Also außer dass ich es sehr gut gefunden habe. Was sagen die Gäste? Habt ihr viele Wiederholungstäter? Wie hat sich das so etabliert in den letzten Jahren, seitdem ihr ein Eco-Hotel seid? Ich frage, inwiefern mein Blick darauf eh schon subjektiv ist, weil wir haben jetzt schon einige Stammgäste, was mich total freut, so ungefähr 20, 25%, was ja super ist, nur dafür, dass wir nur drei Saisonen erst geöffnet haben. Aber ich denke auch, dass unser Internetauftritt schon sehr klar kommuniziert, was man sich bei uns erwartet. Und dass dann jemand, der vielleicht 8 Saunen sucht oder ich weiß nicht, eine Dreiviertelpension, dass der dann überhaupt gar nicht zu uns kommt. Denn bisher haben wir wirklich sehr gutes Feedback von den Leuten gekriegt und die Gäste, glaube ich, wollen selbst mit einem grünen Gewissen Urlaub machen. Aber wie gesagt, immer, ich habe wahrscheinlich auch einen ein bisschen beeinflussten Blickwinkel, weil die anderen halt vielleicht nicht kommen. Aber wenn man sich die Studien so anschaut, ich glaube, Booking hat vor 2, 3 Jahren auch eine Umfrage gemacht, wie viele Leute daran interessiert sind, für, ich weiß nicht, nur 10 oder 20% höhere Kosten dafür ein Öko-Hotel buchen zu können. Und da waren ungefähr 70% auch dafür. Deshalb glaube ich, dass vielleicht auch mein Blick trotzdem die Realität abbilden kann. Daraus ergeben sich für mich nochmal zwei Fragen. Einmal, bist du diejenige gewesen, die den Anstoß gegeben hat, als du aus dem Ausland zurückkamst, ein Eco-Hotel zu etablieren? Oder kam die Idee tatsächlich irgendwie komplett aus dem Familienkreis? Und wenn du der Anstoß warst, wie hat deine Familie darauf reagiert? Also ich glaube schon, dass ich immer schon von uns dreien die war, die am liebsten ja, in der Natur war, gecampt hat. Ich bin sicherlich die, die die Nähe am meisten sucht, aber auch meine Mutter und meine Schwester suchen sie in ihrer eigenen Art und Weise regelmäßig und mehrmals pro Woche. Aber der Entschluss, dass wir ein Eco-Hotel werden, der war für uns komplett logisch schlüssig aus diesen Fragen, wo wir diese ersten Brainstormings zusammen gemacht haben. Es war für uns einfach klar, dass wir nicht unser Leben in etwas investieren, weil die Erfahrung hatte ich halt vorher gemacht. Ich war dann nicht so zufrieden mit meiner Arbeit, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich außer mir noch jemandem was Gutes tue. Und ich dachte halt, ich werde nie mehr was machen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass andere auch davon profitieren. Meine Mutter sieht das sowieso so und meine Schwester auch. Und deshalb war das, da haben wir gar nicht drüber diskutiert. Das war so ein schlüssiger nächster Schritt. Schön, klasse, sehr gut, das freut mich. Wie sieht es denn aus? Welche Gäste kommen denn zu euch? Für wen ist denn ein Besuch bei euch etwas? Kommen da alle Altersklassen hin? Sportlich, weniger sportlich? Was für Leute habt ihr so zu Besuch? Das ist schwierig mit den demografisch oder mit Interessen zu umschreiben. Wenn ich unsere Gäste, wenn ich da irgendwie so eine Sache rausfiltern müsste, was sie
zusammenbringt oder was sie ähnlich haben, würde ich sagen, dass sie am ehesten die Entspannung suchen und auch neugierig und aufgeschlossen zu uns kommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Entspannungsprogramm. Als wir das eingeführt hatten, waren wir uns selbst nicht sicher, ob sich unsere Gäste für Fantasiereisen einschreiben werden und ob sie heute Qigong und morgen Yoga probieren wollen und so weiter. Aber in den Gesprächen ergibt sich immer wieder, die Programme sind ausgebucht und die Leute absolut interessiert daran, diese halbe Stunde oder Stunde zu investieren, um ein bisschen näher was über diese Technik, aber auch über sich selbst rauszufinden, ob das was für sie sein kann. Die sind aber auch interessiert, die Umgebung zu erkunden. Die meisten, ganz egal, ob das jetzt junge, ich sag mal, Unternehmensberater oder Schokoladiers oder was auch immer sie machen, sie sind auch interessiert daran, die Umgebung ein bisschen kennenzulernen. Also die meisten unserer Gäste gehen da so einen halben Tag wandern, den Salten, wo du auch drüber gekommen bist und so. Und die restliche Zeit investieren sie einfach in die Entspannung, ins Hotel. Und weißt du, dass man sie nicht über einen Kamm scheren kann, unsere Gästegruppe? Das finde ich wieder ganz großartig, weil das für mich der Beweis ist, dass ein Eco-Hotel der Standard ist und nicht eine spezielle Ausrichtung oder ein Konzept, das nur eine spezielle Gästegruppe anzieht. Weil das alles wird ja nur dann wirklich Erfolg haben, wenn wir alle Eco-Hotels und Eco-Reisende sein werden. Ne? Also wie das, wir brauchen nicht 10 Leute, die alles perfekt machen, sondern Millionen Leute, die 10 Sachen vielleicht perfekt machen. Ja, klasse. Nee, es ist auch richtig, man sollte die Leute da nicht über einen Kamm scheren. Ich finde das auch eigentlich unvernünftig. Ich dachte halt, ich frage mal, wer so zu euch kommt. Ihr bietet ja auch Yoga-Retreats an und sogar auch ein Kunst-Retreat. Kannst du mal ein bisschen erklären, was da so hintersteckt? Ich weiß, was ein Retreat ist, aber vielleicht weiß es nicht jeder unserer Hörerinnen. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Also Ausgangspunkt ist immer unser Entspannungsansatz. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir täglich verschiedene Kurzeinheiten von bis zu einer Stunde oder einzig das Waldbaden dauert mal 2-3 Stunden. Aber sonst sind es kurze Elemente, die man täglich macht. Und das ist auch super, dass man das für die Entspannung vielleicht im Alltag so fortführen kann, dass man die Regelmäßigkeit von kurzen Entspannungseinheiten fortführt. Was aber auch wichtig ist, ist, dass man ab und zu im Jahr sich ganz konstant eine Auszeit vom Alltag nimmt und dann wirklich eintaucht in ein einzelnes Element, wo man sich komplett verlieren kann, wo man auch die Alltagsgedanken parkt, weil man sich auf irgendwas Bestimmtes fokussiert, wie beim Malen auf vielleicht das Objekt, die Farbe, das Schattenspiel oder beim Yoga auf die bestimmte Position und dass man den Atem dazu richtig koordiniert kriegt. Und genauso ist es eben beim Waldbaden und auch beim Fasten, was wir anbieten. Das sind dann so Momente, wo man intensivieren kann, den Entspannungsaufwand oder vielleicht die Früchte, die man gerne ernten möchte oder es eben kickstarten kann, wenn man jetzt etwas komplett neu machen möchte im Leben, dann hilft zum Beispiel diese Fastenwoche sehr gut, weil man während dieser einwöchigen Auszeit, wo man eben nichts mehr isst, sondern nur Tees trinkt, da kommt auch sehr viele Gedanken hoch und die werden auch von unserer Fastenbegleiterin dann aufgenommen und aufgearbeitet über Malerei, über Journaling, also Aufschreiben, das Reflektieren. Das tut einfach gut. Und das heißt, da muss man auch wieder seine Technik finden oder vielleicht ist es ein Mix an Techniken. Dem einen tut das Schreiben gut, dem anderen die Kunst, dem dritten vielleicht das Yoga. Ja, ich merke schon, da geht es sehr viel um Bewusstsein und Achtsamkeit. Das sind Themen, die mir auch absolut nah sind. Und ich war auch schon mal beim Fasten. Allerdings war es ein basisches Fastenwandern auf Sylt. Und ich muss gerade gestehen, nachdem ich im schönen Südtirol war und mich sehr in eure Knödel verliebt habe, dass es mir wahrscheinlich sehr schwer fallen würde, in Südtirol zu fasten. Aber okay. Ja, man muss es mal ausprobieren. Aber was mich gerade noch total interessiert, wovon du jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen hast, ist das Waldbaden. Weil da habe ich noch überhaupt gar keine Erfahrung mit und ich finde, das hört sich super spannend an. Bitte erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr über das Waldbaden, denn so viel ich weiß, hast du da ja auch eine Ausbildung genossen. Ja, genau. Also das Waldbaden, das ist eine Entspannungstechnik, die kommt aus Japan. Heißt eigentlich Shinrin-Yoku, das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Also hat eigentlich nichts mit Baden zu tun, wie viele meinen. Und ich finde, dass es eine super Brücke ist, um leichter meditieren zu können oder ein guter Einstieg in das Meditieren, weil während man sich bei diesem aufs Innere fokussiert, ist das Waldbaden auf Atemübungen und auf die 5 Sinne konzentriert, die eben den Geist und den Körper im gleichen Moment halten, weil sehr oft sind wir halt mit dem Körper präsent und die Gedanken wandern.
Und wenn wir dann im Wald sind, dann haben wir ganz konkrete Aufgaben. Wenn es jetzt zum Beispiel bei den fünf Sinnen ist, dann versuchen wir bei einem Baum die Geräusche auf verschiedenen Höhen zu erhaschen. Also wie hört sich die Baumkrone an? Sitzt da vielleicht ein Vögelchen? Kann ich auf der unmittelbaren Menschenhöhe ein Insekt hören oder fliegt eine Biene vorbei, rauscht der Wind durch, wie hört sich das durch Blättern an, wie durch Nadelbäume. Das gibt dem Kopf Futter und der Kopf ist vollkommen konzentriert und lässt dadurch seine Alltagsgedanken los. Toll, super. Wie wird das bei euch im Hotel umgesetzt? Kann ich einfach, wenn ich bei euch übernachte, ein Waldbaden am nächsten Tag buchen? Wie viel Zeit muss ich dafür mitbringen? Also man könnte das auch privat buchen, das bieten wir an. Ansonsten bieten wir das im Rahmen von unserem organisierten Entspannungsprogramm auch kostenlos an, einmal pro Woche. Es dauert 3 Stunden, das ist unsere längste Entspannungseinheit. Zum einen müssen wir erstmal zum Wald hinwandern, aber vor allem hat die Entspannung ja auch verschiedene Phasen. Also zuerst kommt eine kurze Einleitung, der wissenschaftliche Hintergrund und dann müssen wir uns langsam vortasten, Visualisierungsübungen, um die Gedanken loszulassen. Und wenn man dann endlich die tiefe Entspannungsphase erreicht hat, dann genießt man die auch ein bisschen und schließt dann abschließend über eine gemeinsame Teezeremonie ab, dass dann wieder, zurückgekommen zum Biophilia-Effekt, den Mensch in seiner natürlichen Umgebung mit anderen Menschen zusammenbringt. Also diese 3 Säulen wirklich, wo sich der Kreis dann schließt. Toll, super. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich in diesem Feld weiterzubilden und da eine Ausbildung noch mit draufzupacken auf deine sonstige Ausbildung? Als wir für das Saltus, den hatten wir ja, bevor wir tatsächlich gebaut haben, schon 3 Jahre lang geplant. Und als wir die Entspannungsprogramme ausgearbeitet haben, habe ich nach Alternativen zu Yoga vor allem recherchiert. Denn das Waldbaden hat Yoga-Elemente drinnen, wie zum Beispiel den Bodyscan und so weiter. Und da bin ich auf das Waldbaden gekommen. Und wie es so oft im Leben ist, ich hatte einen Artikel gelesen, wieder einen Artikel gelesen. Und plötzlich kam die Einladung von einem Weiterbildungsinstitut in Südtirol, die das ausgeschrieben haben, die Zusatzausbildung. Ist so oft, ne? Gesetz der Anziehungskraft schon. Und dann habe ich gleich mich angeschrieben. Und das war eine super Erfahrung für mich selbst und dann auch für die Gäste. Und das ist total witzig, weil anfangs musste ich sie alle überreden, ob sie nicht mal mit mir mitkommen. Da ich dann 3 gefunden habe, war ich immer sehr zufrieden für diese Woche. Und mittlerweile ist es ein Selbstläufer, weil man sehr viel mehr darüber liest und weil die Leute auch aufgeschlossener sind. Ja, super. Und ich meine, man muss sich auch überlegen, dass sich jemand 4 Stunden oder 3 Stunden im Urlaub Zeit nimmt, um was ganz Unbekanntes zu probieren. Das ist nicht ohne. Das freut mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was wir vorletztes Jahr war es, da haben wir einen Kindergeburtstag bei uns hier im Wald veranstaltet. Da wurde mein Sohn 6 und wir haben seine Freunde eingeladen, mit uns in die Eifel zu fahren. Hier, das ist bei uns so das nächste Naturgebiet im Umkreis von Köln. Yeah. Und hatten uns einer Rangerin angeschlossen, die mit uns halt auch durch den Wald gelaufen ist und uns ganz viel, beziehungsweise den Kindern ganz viel Natur nahegebracht hat. Wow. Und eine Aufgabe war halt auch, mit verbundenen Augen einen Baum zu umarmen. Dann kriegt man die Augenbinde weggenommen und da muss man erkennen, welcher Baum das war, den man umarmt hat. Und das fand ich auch so schön. Die Kinder, denen hat das so viel Spaß gemacht. Und ist ja im Endeffekt ein kleines Element, glaube ich, des Waldbadens vielleicht, ja? Dass man halt einfach spürt, wie fühlt sich dieser Baum an, was kann ich riechen, ne? Und so. Und da war ich auch ganz begeistert, als ich gesehen habe, wie die Kinder das aufgesogen haben. Es hat ihnen total viel Spaß gemacht. Wir waren in der Natur für einen Kindergeburtstag und die Kinder haben es abgefeiert. Also das fand ich echt sehr schön zu sehen. Das nur gerade so nebenbei. Oh, was für eine schöne. Ja, ne? Das schreibe ich mir gleich auf. Ja. Gut, aber was ich jetzt noch fragen wollte, du hast eben erzählt, ihr müsstet ja erstmal in den Wald rauslaufen, aber euer Hotel steht ja irgendwie mitten in den Bäumen. Aber diesen Wald benutzt ihr nicht fürs Waldbaden, weil ich meine, als ich bei euch war, ihr habt ja zum einen diesen wunderschönen Pool mit dem Panorama der Dolomiten, ein Außenpool, wo man sich praktisch über die Balustrade hängen kann und das Panorama der Dolomiten genießen kann. Und ihr habt die Sauna, die mitten im Wald gefühlt steht. Also die Glasfront einen denken lässt, man säße mitten im Wald. Also ihr seid ja eigentlich auch schon in der Natur, oder? Mit eurem Hotel. Ja, das stimmt. Wir sind aber in einer Hanglage. Und das Waldbaden ist ja die Aufgabe ist ja, sich abseits der Pfade in der Atmosphäre des Waldes zu verlieren. Und ich möchte da niemanden wirklich physisch verlieren. Deshalb waren wir 2 Minuten entfernt in einem ebenen, geraden Wald, wo ich alle auf einen Blick habe und sich Teilnehmer dann auch vielleicht ein bisschen wohler fühlen, wenn sie nicht so auf die Hanglagen achten müssen. Muss ich keiner an den Bäumen festhalten.
Genau. Ja, super. Kannst du uns so ein bisschen einen Überblick geben? Ich kann mir vorstellen, das ist schwierig, weil ihr ja die unterschiedlichsten Angebote habt. Aber was kostet es bei euch, eine Woche in eurem Hotel zu verbringen und Wellnessangebote zu nutzen? Gibt es Zahlen, die du da nennen kannst? Ja, also das Günstigste, was wir haben, sind praktisch die Nebensaisonen. Und wenn da man eine Woche bleibt, dann kostet das ungefähr 2.200 Euro das Zimmer. Das ist natürlich auch schon ein stolzer Preis. Aber es ist es auf jeden Fall wert, das muss ich sagen. Ich würde dann eher mal so für 1-2 Tage kommen. Auch schon schön. Da freuen wir uns auch sehr. Ja. Habt ihr eine Vision? Habt ihr ein großes Ziel vor Augen, wo ihr sagt, so, ja, wir würden uns wünschen, dass vielleicht die Idee, die wir haben, auch auf andere Hotelinhaber in Tirol überschwappt, dass es noch mehr Hotels gibt, die so als Eco-Hotel unterwegs sind? Oder was ist eure Vision? Das wäre natürlich großartig und wenn immer jemand auf uns zukommt, nehmen wir uns auch ganz bewusst sehr viel Zeit und alles, was wir rausgefunden haben an Anbietern und an Arbeitsabläufen, dass wir das einfach so als Erfahrung weitergeben, das machen wir natürlich gerne. Aber eigentlich glaube ich, dass unser großer Schatz die vielen Gäste sind. Ich sehe sie so alle wie so Mini-Influencer, also Multiplikatoren, die nach Hause fahren und der eine nimmt ein veganes Rezept mit und der zweite fand das Zahnpastapulver schön, der dritte das Waldbaden. Aber wenn das dann Gespräche auch dann zwischen anderen Freunden und Bekannten wieder anstößt, wodurch wir uns alle in eine Richtung entwickeln, die einfach verträglicher für uns als Menschen und für den Planeten ist, ich glaube, dass das unser ganz großes Potenzial ist. Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. Ich frage meine Interviewgäste immer nach Geschichten, die sie verbinden mit ihrem Business, mit ihrem Projekt, nachdem ich sie befrage. Hast du eine schöne Geschichte, die du mit dem Hotel verbindest, was du erlebt hast in den letzten Jahren? Also ich glaube, dass meine persönlichen Lieblingsgeschichten tatsächlich immer beim Waldbaden passieren, was wahrscheinlich nicht von ungefähr kommt, denn da bin ich 3 Stunden lang mit den Gästen im Wald, also hat man auch sehr viel Zeit, sich zu unterhalten, vielleicht auch mal eine persönlichere Ebene zu erreichen. Aber es gibt da zum Abschluss, machen wir manchmal eine Übung, wo wir einen Brief an unser gestresstes Selbst schreiben, den ich dann einfach ein paar Monate später nachschicke. Und es ist sehr oft vorgekommen, dass die Leute, während sie den Brief versiegeln und mir zurückgeben, einfach Tränen in den Augen hatten, weil sie, was auch immer sie realisiert haben in der Zeit, tief berührt hat. Und das wiederum berührt mich total. Mhm. Ja, das ich bin dann immer selbst genauso ergriffen wie der Gast. Ja. Ja, das ist ein total schönes Tool. Das habe ich beim Fastenwandern auch gemacht. Da haben wir am Ende eine Postkarte an uns geschrieben und die ist, ich glaube, sogar tatsächlich ein Jahr später oder so geschickt worden oder ein halbes Jahr, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall eine ganze Zeit später. Und das fand ich auch, fand ich toll. Das ist eine sehr schöne Aktion. Toll, dass ihr das auch macht. Macht dich denn die Aufgabe glücklich? Bist du glücklich als Hotelleiterin mit deiner Mutter und deiner Schwester? Fühlst du dich wohl? Oh ja, absolut. Also das war auch ein Grund, warum ich zurückgekommen bin. Ich wollte gerne eine Zeit einfach intensiver mit meiner Familie verbringen, weil ich dachte, ich verbringe so viel Zeit mit Kunden und Leuten, die ich nicht gut kenne. Und mit meiner Familie habe ich nie Zeit. Also das war für mich eine Priorität, für die ich auch mein Leben ein Stück weit verändern wollte. Ich kann in diesem Beruf kreativ sein. Ich bin vor der Natur und kann sehr viel beeinflussen in die Richtung, die ich für richtig erachte. Also ich bin sehr glücklich, sehr privilegiert fühle ich mich hier. Ja, sehr schön. Ja, aber es ist ja auch gut, dass man das feststellt, dass man so privilegiert lebt. Ne? Also das muss man ja auch erstmal feststellen für sich selbst. Das finde ich gut. Wenn ihr ein Eco-Hotel seid, dann habt ihr ja mit Sicherheit auch, macht ihr euch Gedanken über eure CO2-Bilanz. Wie sieht das aus? Was könnt ihr da berichten? Also wir haben jedes Jahr einen Evaluationsprozess, wo wir uns eben anschauen, wirklich wie viele Seiten druckt unser Drucker, über welche Druckerfarbe, wie viele Gäste fahren im Durchschnitt, wie viele Kilometer zu uns. Also wirklich, das ist sehr aufwendig, anstrengend, aber am Ende kommt irgendeine Zahl raus. Wir versuchen dann, die auf die Bereiche runter zu reduzieren und zu verstehen, in welchem Bereich wir noch Veränderungen machen können, weitere Alternativen suchen. Was wir zum Beispiel gemacht haben in den letzten Jahren, ist, dass wir die Buffets komplett abgeschafft haben. Machen jetzt auch das Frühstück nur noch à la carte auf Bestellung. Also du hast es schon so kennengelernt, genau. Aber für uns hat das einfach den Abfall um 35% ungefähr reduziert. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir einfach denken, aktuell mit dem derzeitigen Stand der Technik nicht weiter runterzukommen.
Und für diese Bereiche versuchen wir dann an einer anderen Stelle der Erde Aufforstungsprojekte oder Ähnliches zu unterstützen, um in der Summe die CO2-Bilanz, die dann das Salters und der Tschöckelberger Hof in die Luft tragen, dass wir die dann neutralisieren können. Super schöne Idee. Kennst du die Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung? Ja. Habt ihr euch darüber nachgedacht, da auch mal vielleicht euch zertifizieren zu lassen? Also das ist absolut eine Sache, die uns total interessiert, ne, weil das wieder auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit, auch wieder auf die Menschen und die Wirtschaftlichkeit zurückgeht. Ich finde das super, weil meiner Meinung nach ist auch niemand eine Insel. Jeder, also diese Wirtschaftskreisläufe, die können wir auch nur leben, wenn wir unsere Nachbarn und so einbeziehen. Und ja, es steht auf unserer Liste. Aktuell muss ich sagen, wir sind ein bisschen durch Corona gebremst und versuchen jetzt das, was wir machen, anständig weiterzumachen. Aber 100%ig kommen wir da irgendwann hin. Ja, vollkommen legitim. Da müsst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, Corona hat euch, eurem Business schon, eurer ganzen Branche einiges an Herausforderungen gekostet. Aber noch andere Ideen, die ich hatte, aber das setzt ihr auf jeden Fall schon um. Ganz viele Hotels mittlerweile haben es zum Glück schon, dass sie an den Seifen... Früher lag immer ein Seifenstück da. Dann hast du das vielleicht einmal benutzt, hast es liegen lassen und danach wurde es höchstwahrscheinlich weggeschmissen, wie ich mir vorstellen kann. Aber mittlerweile gibt es in vielen Hotels und so auch in eurem Seifenspender, die wieder aufgefüllt werden können. Das finde ich zum Beispiel schon mal toll. Oder auch fürs Haarwaschmittel, ne? Absolut. Und man muss sich auch überlegen, was man da reinfüllt. Also da haben wir mit Susanne Kaufmann auch einen Partner, die wirklich nur die besten Naturprodukte in ihre Beauty-Sachen packt. Vegan, ohne Tierversuche. Also ich finde das super, weil es ist ja nicht nur mit dem Auffüllen getan. Wir haben auch dieses Jahr zum Beispiel die Salzwasserfische von der Speisekarte gestrichen. Wir haben einen Gang gestrichen. Also es gibt schon einiges, was man jedes Jahr wieder machen kann. Ich dachte, bevor wir eröffnet haben, ja, so in 2-3 Jahren, da sind wir bei 100 und dann machen wir alles perfekt und oh, weißt du. Bin ich falsch gelegen, ne? Weil jeden Tag macht man vielleicht eine Sache und 100 neue eröffnet sich. Das ist so ein Kontinuum, wo man hoffentlich immer in die richtige Richtung gleitet, aber wir hinterfragen das schon immer und das macht auch irgendwie Spaß. Wir nehmen das auch sportlich zu schauen, dass wir uns stetig immer verbessern, ja. Super, schön. Wie sieht's aus mit der Idee, vielleicht Solar aufs Dach zu machen oder irgendwie was mit Wasseraufbereitung? Habt ihr da auch schon drüber nachgedacht? Oh ja, Wasseraufbereitung, das haben wir schon. Wir sammeln das und spenden das aktuell. Wir haben den Garten, wo wir eben wieder auf die Technologie warten. Und wir würden es gerne auch für die Spülungen benutzen. Haben das einmal getestet, dann hatten wir gleich den halben Schlamm in einer Kloschüssel drin. Also, und dann haben wir mit einigen telefoniert. Die meinen auch, da sind wir noch nicht ganz da, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Solar ist eine Frage, wo wir schon aktuell dran arbeiten. Wir haben ja einen Flachdachbau. Und haben uns ausrechnen lassen, dass der Winkel, wenn wir sie jetzt nicht aufstellen möchten, was uns nicht gefällt architektonisch, dann ist der Winkel aktuell nicht ideal. Also würden wir in der Summe nicht einen positiven Ertrag rausbekommen. Aber das ist, die Solarenergie zu nutzen, ist auf jeden Fall etwas, wo wir jetzt wieder ein bisschen warten. Aber da wollen wir schon was machen oder wir machen es auf die Hauswand hin. Unsere restliche Energie ist eh grün. Das war vorhin, was ich meinte. Wir beziehen das über Alberia, den Südtiroler Stromanbieter. Der hat Green Energy, wenn man möchte, kann man die eben einkaufen. Und die ist dann ausschließlich oder fast ausschließlich über Wasserkraft, ein bisschen auch Solar wieder. Weil ich denke, natürlich können wir uns darauf fokussieren, das Brot selbst zu machen, ein Stromnetzwerk zu bauen und so weiter. Ich glaube, in der Summe kann das nur funktionieren, wenn wir intelligente Partner in einem kleinen Wirtschaftskreislauf zusammenbringen. Ja, das ist richtig. Und da wollte ich nämlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, euch ist ja auch Tradition und die Kultur total wichtig und ihr legt das oder stellt das sehr in den Fokus. Vielleicht kannst du darüber nochmal ein bisschen erzählen. Ich weiß zum Beispiel ja auch, dass ihr die lokalen Weine anbietet. Deine Mama ist ja Sommelier und weiß ganz genau, welche Weine da auch richtig, richtig lecker schmecken. Vielleicht kannst du darüber nochmal ein bisschen was erzählen. Oh ja, also wenn wir auf die Kulinarik eingehen, da sind wir damit gestartet, dass uns nicht nur Regionalität, ist ja mittlerweile schon fast ein bisschen abgeklatscht, sondern dass uns wirklich die unmittelbare Umgebung, die lokalen Erzeugnisse wichtig sind, aber wir auch wieder neu lernen müssen. Und da ist zum einen der Lernbedarf da und das andere die Aufgeschlossenheit in den Köpfen der Gäste und sogar der eigenen Mitarbeiter, das auch zu schaffen, wie man zum Beispiel Gemüse über die Saison hinweg haltbar machen kann, wie man bökelt, wie man in Öl und Essig einlegt, wie man fermentiert. Wir machen da sehr viele Projekte und ich denke, die ganzheitliche Verwertung zum einen und zum anderen eben die Konservierung, das sind zwei ganz spannende Themen in unserer Küche,
Aktuell hat aber die absolute Priorität die pflanzenbasierte Küche. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle vegan werden sollten, aber dass unsere Referenz, unser Standard einfach ist, einen Großteil vegan zu essen und dass das Fleisch, die Milchprodukte, dass das dann einfach die Ausnahme darstellen. Dafür müssen wir aber sehr viel neu lernen, denn die klassische Ausbildung zum Beispiel der Köche sieht das so gar nicht vor. Wir müssen erst wieder lernen, wie man das Gemüse von der Seite des Tellers, von der Beilage ins Zentrum rücken kann. Fleisch lernen wir über 10 verschiedene Garmethoden zu braten. Aber was wir mit dem Gemüse machen, das muss man sich jetzt erst aneignen. Da gibt es ja noch nicht mal so viele Kochbücher dafür. Aber einen großen Trend, zum Beispiel das 11 Madison Park in New York, ein 3-Sterne-Michelin-Restaurant, ist jetzt nach der Corona-Pandemie komplett vegan geworden. Also es gibt jetzt die Vorreiter. Die Lehren werden folgen und wir auch. Und das ist ein ganz spannendes Thema, das auch einen großen Auswirkung auf wirklich, was der eine Mensch machen kann und gleichzeitig hat es eine große Auswirkung. Bin ich wieder vom Thema abgeschweift, du wirst dich nicht freuen. Hey, alles gut. Du kannst ja auch noch wieder aufs Thema zurückkommen, wenn du möchtest. Ja, genau. Unsere Speisekarte einfach exklusiv nur lokale Produkte, lokale Weine und dann auch einen Schritt Richtung Bio für die nächsten Jahre gehen möchte. Das ist für uns wieder so ein Thema, so ein No-Brainer. Also natürlich machen wir das. Wir gehen da Schritt für Schritt, dass alle Köpfe, alle Anbieter, alle Lieferanten mitkommen. Und ja, das ist für uns einfach komplett wichtig. Aber genauso wichtig war für uns, dass wir eben den Schöckelberger Hof, unser Mutterhaus, nicht in einem Schlaglauf mit dem Saltus, wie soll ich sagen, komplett, das hätte man eigentlich komplett umbauen müssen und so weiter. Und wir haben es ganz bewusst als Gasthaus stehen lassen. Es war jahrelang ein öffentliches Restaurant und bekannt ist auch in der Gegend. Und wir wollten einfach die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen, sei es Rezepte, sei es Servicemethoden, die man gar nicht mehr kennt. Wir wollten das nicht, das ist in dem Gebäude auch verankert, wir wollten das nicht einfach aufgeben, dass man ein Fleisch am Tisch rangieren kann, dass man was filetieren kann oder flambieren. Das sind lauter Dinge, die ein Essen auch abrunden. Und ganz egal, ob ich jetzt eine Aubergine flambiere oder ein Stück Fleisch, ich glaube, das gibt dem Ganzen einen schönen Rahmen. Und deshalb gibt es auch den Schöckelberger Hof noch, zum einen, zum anderen, um auch nachhaltig zu wachsen. Sobald das Saltus ein paar Jahre gibt, dann können wir auch den Schöckelberger Hof sukzessive anpassen. Und einige Gäste haben das am Anfang gar nicht so verstanden, warum wir zwei so unterschiedliche Architekturstile nebeneinander haben. Aber wenn man das denen auch so erklärt, dass es zum einen die Seele ist, die wir erst lernen müssen, auch ins Saltus reinzutragen, die sich im Schöckelberger Hof über Jahrzehnte gebildet hat, aber zum anderen auch eben, dass dieses nachhaltige, langsame, sichere Wachsen für unsere Wirtschaft so wichtig ist, dann gibt es eigentlich nicht mehr viele, die da was dagegen haben, weil ich denke, dass das einfach eine verantwortungsbewusste Entwicklung ist. Nadja, ich habe das Gefühl, solange du da vor Ort am Hotel Saltus sitzt und deine Ideen einfließen lässt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, danke, Birte. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer und hast du das Gefühl, dass ihr mit eurem Eco-Hotel ein Stück die Welt verbessert? Nee, also ich hoffe, dass wir die Welt im Sinne, dass wir sie verbessern, indem wir eine Alternative bieten. Aber das Ganze ist eigentlich nicht aus diesem Antrieb heraus entstanden, sondern es macht uns Spaß. Man muss ja kreativ sein, um das machen zu können. Wir fühlen uns privilegiert, das zu machen. Und ich glaube, Weltverbesserer sind die meisten Menschen. Denn ich glaube, dass die meisten schon möchten, dass die Welt nachher ein bisschen besser ist als die Welt vorher. Und wenn es ist, dass man für den Nachbar einkauft, dann ist das genauso schön wie wenn man die Gäste dazu bewegt, öfter mit dem Zug zu reisen. Nicht aufgeben und immer weitermachen mit positivem, richtigen, aufrichtigen Herzen. Dann ist es egal, was man macht, sind wir alle Weltverbesserer. Ja, aber weißt du was? Das ist halt die richtige Einstellung und die hat nicht jeder Mensch. Deswegen, ich lade nur Weltverbesserer in meinen Podcast ein. Also bist auch du einer. Du hast es genau richtig formuliert und auch sehr schön formuliert. Ich hoffe, dass die meisten Menschen so denken. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Wenn du so, sagen wir mal, 3 Dinge benennen könntest, die du dir jetzt wünschen darfst und dann, damit die Welt ein bisschen besser wird. Was meinst du genau mit besser? In deinen Augen besser. Weiß ich nicht, was denkst du denn, was passieren muss, damit die Welt besser ist? Okay, also ich würde mir 2 Sachen wünschen, habe ich schon gesagt, die Freundlichkeit oder Mitmenschlichkeit. Und das Zweite ist, dass wir ein bisschen mehr Rücksicht auf die Natur nehmen. Ich glaube, das Einfachste für den zweiteren Punkt wäre, wenn wir uns wirklich bewusst 5-6 Tage die Woche einfach versuchen, ohne tierische Produkte zu ernähren. Das ist wahrscheinlich der
Schritt, der die größte Auswirkung hat. Und wenn sich das mehrere vornehmen, dann wird das auch praktikabel, denn aktuell ist es wirklich auch noch schwierig. Sprich jetzt soziale Einladungen bei Freunden und so weiter, da will man auch nicht der sein, der sagt, ach, schon diese Woche bin ich vegan, oder? Je mehr Leute das eben machen würden, dann wäre das der Standard. Und dann würde man eher fragen, wäre es okay, wenn ich heute Fleisch kochen würde? Und du kannst sagen, ja oder nein. Also das fände ich super. Und ich fände es auch toll, jetzt auf die Menschlichkeit anzuspielen, wenn wir uns alle ab und zu einen Schritt zurücknehmen würden. Ich pendle zum Beispiel jeden Tag von Bozen nach Chinesen. Mir ist aufgefallen, wenn jemand die Chance hat, die Vorfahrt zu nehmen oder schnell noch nachzurasen in der Straße, wo nur einer Platz hat, dann machen das die meisten, aber nicht alle. Und der einen, den lächle ich dann immer dankbar an und er winkt mir und ich winke ihm. Und irgendwie hat man da so ein gutes Gefühl im Bauch und das Ganze hat 10 Sekunden für ihn gedauert oder dann für mich, wenn ich es mache. Oder einen Fremden mal anlächeln, die Tür aufhalten, ihn vorlassen bei der Kasse, weil er nur ein Stück trägt. Diese ganzen kleinen Sachen, das bringt in der Summe so viel gute Energie auf die Welt, also das würde ich mir sehr wünschen. Super. Ich kümmere mich gerade auch um ein Projekt, ein Kunstprojekt ist es eigentlich, aber es soll aufmerksam machen auf die Vermüllung der Natur. Also leider, bei uns ist es zumindest so, ich gehe raus mit dem Hund und ich sehe eigentlich direkt, keine Ahnung, 10 Meter von der Haustür entfernt, liegt irgendwo ein Bonbonpapier auf der Straße rum. Und ich gehe die Straße runter und gehe bei uns hier aufs Feld. Ich wohne hier direkt am Feld bei den Bauern. Überall liegt was rum. So, das nervt mich. Und deswegen mache ich mir Gedanken um dieses Thema. Was denkst du, wenn du Müll in der Natur liegen siehst? Und was tust du? Meistens ist meine Tochter dabei. Die geht in den Waldkindergarten und ist ganz anders sensibilisiert als ich selbst und schreit schon von Weitem, Mama, Müll, und sammelt ihn allen. Also habe ich immer eine Tüte dabei, ne? Aber zum Beispiel unser Tourismusverein macht 2-mal im Jahr auch ein Projekt, wo man sich eben Tüten holen kann, den Müll in der Natur aufsammeln und dafür kriegt man Samen für eine Blumenwiese. Ich finde, dass das alles schöne Ansätze sind. Das Problem sehe ich auch, das nervt mich auch unglaublich. Vor allem deswegen, weil ich denke, dass die Leute, die den Müll runterschmeißen, das einfach aus Unachtsamkeit tun. Nicht mal unbedingt aus Respektlosigkeit. Wir sind so gewohnt, dass uns jemand hinterherräumt, dass viele Leute es einfach fallen lassen. Es wird ja eh geputzt oder jemand wird das dann eh aufräumen. Nur wer ist jemand und wann ist eh? Und ich glaube, dass es hier sehr viel um Sensibilisierung geht. Ich hatte mir auch schon überlegt, ob wir so eine Art wie unser Tourismusverein eben mit der Blumensaat, ob wir auch sowas im Hotel anbieten möchten. Weil, ich merke auch manchmal, dass Leute schon mit Müll zurückkommen. Das ist definitiv etwas, was einige wenige machen würden und dadurch vielleicht auch sensibilisieren. Ja, auf jeden Fall eine schöne Idee von eurem Tourismusverband. Ja. Sehr nett. Wie stehst du denn persönlich, also eigentlich hast du es ja schon mehrfach beantwortet, aber wie stehst du in deinem Alltag zum Thema Nachhaltigkeit? Wie setzt ihr in der Familie im Alltag die Nachhaltigkeit um? Eigentlich fast gleich, wie ich jetzt im Hotel erwähnt habe. Also zum einen sind wir als Familie, ernähren wir uns immer weniger von tierischen Produkten. Sogar meine Großmutter, was unglaublich ist, weil sie war der Fleischesser par excellence. Heute mittags hat sie uns Spaghetti mit Linsenbolognese gemacht, unaufgefordert. Ich dachte, cool, was ist mit ihr los? Habe mich aber total gefreut, dass sie diesen Schwenker mit 75 Jahren gemacht hat. Das gibt mir Hoffnung für alle. Also wir machen das als Familie überall. Wir reisen auch einmal pro Jahr gemeinsam als Familie weg und versuchen das dann immer mit dem Zug zu machen. Das ist nicht mehr aus der Nachhaltigkeit entstanden, sondern um Stress zu vermeiden, alle gemeinsam im selben Waggon zu sitzen und da spielen wir halt Karten. Aber ich denke sowieso, dass die eigene Motivation uns noch viel weiter bringt, als wenn es nur darum geht, verantwortungsbewusst zu handeln. Ansonsten, ja, ich versuche auch in meinem Alltag, gleich wie im Hotel, das Einwegplastik einfach zu vermeiden. Das fängt damit an, dass ich versuche, im losen Supermarkt einzukaufen, Trockenprodukte, anstatt alles in Dosen und Konserven und so weiter. Also da können wir alle auch auf Märkten, das gibt es überall, einkaufen, vor allem im Sommer. Ne? Im Winter gibt es ja überall nur Zwiebeln und Kartoffeln. Aber da gibt es schon viel, was wir alle machen können. Ich versuche mich auch selbst im Bereich Fermentierung und Konservierung weiterzubilden. Und ja. Super. Sehr schön. Ich frage am Ende eigentlich immer meine Interviewpartner nach einem Buchtipp, weil ich so gerne lese und ich denke, ganz häufig kamen da schon tolle Buchtipps bei raus. Vielleicht hast du auch einen tollen Tipp. Oh, das glaube ich. Den Biophilia-Effekt von Clemens Arvey, so ist wahrscheinlich unsere ganze Idee vom Eco-Hotel so ein bisschen schneller ins Rollen gekommen. Den finde ich super gut. Und das zweite Buch, das ich echt jedem empfehlen würde, ist Zivilisationskrank.
Ich kann dir eventuell noch den Autor raussuchen, es fällt mir nicht, ja? Ich werde ihn bestimmt finden, kein Problem. Ich bin oh ja, Journalist. Bestimmt. Gut, Nadja, ich danke dir ganz herzlich. Was müssen die Hörerinnen tun, wenn sie sich für euer Hotel interessieren, wenn sie mal wissen möchten, wie das bei euch alles funktioniert mit dem Waldbaden und so? Einfach auf eure Homepage gehen, nehme ich an, oder? Kannst du die nochmal nennen? Genau, auf unsere Homepage www.hotel-saltus.com gehen, den Telefonhörer in die Hand nehmen, wir freuen uns immer über ein Gespräch oder uns eine E-Mail schreiben. Also jeder Kanal super, ist gut. Sehr schön. Cool, vielen Dank. Nadja, danke schön für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und macht weiter so. Danke. Vielen Dank, Birte, für die Einladung. Danke, das freut mich wirklich sehr und danke, dass ich mit dir reden habe dürfen. Hab noch einen schönen Tag, liebe Birte. Ciao. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.